Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Ja, und heute wird es sehr interessant. Wir reisen durch die gesamte Trash-Landschaft und ich stelle euch verschiedene Dinge vor, die Tatsache gestern passiert sind. Bei dem ganzen Ehe-Drama und Iris Klein und Peter Klein scheint eine Menge zu sein. Selbst RTL hat heute Morgen berichtet. Warum ist das alles so? Naja, man könnte meinen, das liegt vielleicht daran, dass Daniela Katzenbergers Dokumentation, was auch immer das ist, Reality-TV-Format, ab heute um 20.15 Uhr auf RTL 2 stattfindet, unter großem Protest vieler Zuschauer. Das ist sehr interessant zu beobachten. Es gibt reichlich negative Kommentare, die eigentlich sofort wieder gelöscht werden auf Instagram. Das ist schon sehr interessant, dass man da so gegen die Meinung der Fernsehzuschauer vorgeht. Es scheint RTL 2 nicht zu interessieren, dass es auch eine andere Gruppe von Menschen gibt, die sagen, wir wollen die Katze gar nicht im Fernsehen sehen. Das ist nicht das, was wir sehen. Das muss jeder für sich entscheiden, ob ich heute Abend einschalte. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob ich die Zeit habe und ob ich mir das wirklich antun will. Ich finde allein schon die Werbung, die seitdem lief, seit einem Monat, wo halt auch Iris zu sehen ist, die dann das Ehedrama thematisieren will, das finde ich alles schon wirklich sehr, sehr grotesk. Denn letztendlich, das hat zwar alles irgendwie miteinander zu tun, das aber im TV jetzt nach über einem halben Jahr auszuschlachten, finde ich schwierig. Im Übrigen würde ich das auch bei Peter und Yvonne schwierig finden bei ihrem Format, wenn sie auch über die Trennung reden. Aber, und das muss man dazu sagen, bis jetzt ist davon noch keine Rede gewesen. So, das erstmal zum Einstieg. Wir schauen uns als erstes nochmal eine Story von Peter an. Sein starker Freund Micha hat sich verabschiedet. Und ihr kennt das schon, die beiden, die sind schlau. Die haben uns hier etwas im Hintergrund gezeigt. Zufällig oder nicht zufällig, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, wir haben jetzt schon die zwei zerstörten Fernseher gesehen. Ich würde gern noch den kaputten Pool sehen, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber wir haben auch von kaputten Gitarren und zerstörten Sonnensegeln gehört. Die Gitarren haben wir noch nicht gesehen, aber jetzt sehen wir mal die zerschnittenen Sonnensegel und das sieht auch einfach heftig aus. Wir schalten mal in die 3000 Euro Mietfinker zu Peter, was da abgeht. Und wie gesagt, es ist eine Story, wo sich der Micha verabschiedet von Peter und jetzt zurückfliegt. Hallo. Abschiedszeit ist gekommen. Ja. Waren sehr schöne Tage. Habe mich gefreut, dass du da warst. Bitte sehr. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte schön, Peter. Mir geht es wieder richtig gut und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Jetzt geht es wieder Vollgas vorwärts. Und es sind ein paar Kilo, die müssen wieder drauf. Ja, ja, das ist wohl wahr. Runter bei mir. Das werde ich jetzt natürlich machen. Und ich wünsche dir jetzt einen angenehmen Nachhauseflug. Ich danke dir, Peter. Drück dir die Daumen, dass deine Flugangst nicht ganz so arg ist. Ja, boah, schon ein bisschen schlimm. Aber denk dran, runtergekommen ist noch jeder. Also vielen Dank für das Gespräch, Peter. Ja. Okay. Ja. So Leute, war wunderschöne Zeit mit Peter, toller Freund ist das. Und wie gesagt, waren auch aufregende Tage, die habt ihr ja mitbekommen. Aber wir schaukeln die ganze Geschichte. War nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Und lieber Peter, ich danke dir für alles, für das tolle Essen. Ja. Gute Nacht. Für das gute Bett, die guten Nächte und so weiter. Also ich danke dir sehr. Bis dann. See you. Bye. Ciao, ciao. So, hier haben sie sich verabschiedet, aber ist es euch aufgefallen, das kaputte Sonnensegel hier im Hintergrund? Ich zeige es euch mal hier. Wir gucken mal, ob wir das nochmal einfangen können, die Stelle. Hier kann man es nochmal sehen. Ich finde das so enorm. Also hier hat Iris angeblich das Sonnensegel halt zerschnitten. Weiß mal, also das ist das, was uns gesagt wird, ob das jetzt nun wirklich so stimmt oder nicht, das kann ich euch natürlich auch nicht sagen, aber wenn man das mal hier so sieht, diese Zerstörungswut, ja, diese Zerstörungswut, das ist schon wirklich heftig, wie ich finde. Mir fehlt jetzt noch die Aufnahme des Pools und der kaputten Gitarren. Vielleicht, wenn das hier jemand sieht, Micha oder Peter oder Iris, wenn ihr die Bilder habt, schickt sie mir gerne auf Instagram zu. Iris müsste dazu mich erstmal wieder entblocken. Aber ich würde es gerne zeigen auch, dass wir das hier auch mal haben. Aber ja, das ist das zerstörte Sonnensegel. So, anderes Thema, wenn ihr euch wundert, was Iris heute macht. Iris hat heute ihre Brust-OP. Da wünschen wir natürlich beste Genesung und dass die OP gut verläuft. Gerade bei Vollnarkosen ist das immer so ein bisschen schwierig. Hier sehen wir, sie warten am Flughafen. Dann haben wir nochmal eine Story, wo sie die Mallorca-Sonnenbäckerei verlinkt, denn dort hat sie mit Käsebrötchen sich ausgestattet. Aber ich
aber ich mich freue, weil was? Aber ich mich freue, weil ich mir. Aber ich mich freue, weil mir. Ach so, vielleicht muss man den Zusammenhang kennen. Wie ich warten liebe. Aber, okay. Aber ich mich freue, weil mir meine Freundin ein Brötchen mitgebracht hat. Hier, das Brötchen aus der Mallorca-Bäckerei. So, und dann, heute ist die OP-Operation, der Eingriff. Und hier sehen wir Iris auch nochmal ganz aktuell. Im Prinzip nur noch wenige Stunden bis zur OP. Ich bereite mich seelisch und moralisch schon einmal darauf vor. Zitat Ende. Also, wie gesagt, Iris, alles Gute für deine Brust-OP. Ich hoffe, dass keine Komplikationen eintreten und du dann auch mit dem fertigen Eingriff zufrieden bist. Nochmal ganz, ganz wichtig, ich habe damit kein Problem, wenn man solche Operationen für sich selbst durchführt. Der Körper eines Menschen ist sein eigener Tempel, da steht es niemandem frei, darüber zu urteilen. Mein großes Problem, was ich damit hätte, wenn diese OP in irgendeiner Werbekooperation im Internet gezeigt wird. Ich muss dazu sagen, Iris ist da ja nicht die Einzige. Ich verurteile das bei allen anderen genauso. Ja, also es ist kein Ding, was ich mit Iris habe, sondern Iris könnte jetzt nochmal die richtige Richtung abbiegen. Aber ganz ehrlich, wer bin ich schon, dass ich das so beurteilen habe? Ja, ich bin kein Staatsanwalt, ich bin kein Richter, ich bin ein einfacher Meinungsblogger, der für euch diesen Ehekrieg ein bisschen aufarbeitet. Das heißt, letztendlich ist meine Stimme vielleicht auch gar nicht so relevant. Gut! Jetzt kommen wir zu einer viel anderen Schlagzeile und mal so ganz nebenbei, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, fühlt euch herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie und auf dem Weg zu 12.800 Abonnenten. Unglaublich, das musste ich nochmal kurz gesagt haben. Wir gucken mal ganz kurz rein. Es gibt einen sehr interessanten Artikel. Es gibt noch einen zweiten Artikel von Yvonne über Yvonne bei der Bild Plus. Da war ich sehr enttäuscht, den hat Tanja nicht geschrieben, also gab es keine persönliche Note, wo man schon etwas wusste. Alles, was in diesem Bild Plus Artikel drin steht, gab es vor zwei Tagen auf Instagram, gab es hier auch bei mir auf YouTube. Nichts Interessantes, keine neue Information, nur der Beef aufgearbeitet. Das ist so wirklich, wenn, keine Ahnung, wenn ich Kartoffelsuppe mache, es nicht geschafft habe und zwei Tage später nochmal aufwärme, weil ich nichts da habe im Haus. So war der Artikel uninteressant, aber das ist viel interessanter. TV Movie berichtet, dass Yvonne Wölke vermutlich bei Promi-Büßen 2023 mit dabei sein wird. Und das wäre ja unglaublich. Ich habe gestern natürlich auch ganz schnell die Bilder dazu zugespielt bekommen. Es ist alles nur ein Gerücht, das muss ich dazu sagen. Es ist ein Gerücht. Es könnte sein, es könnte, aber man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall heftig, wenn ja Yvonne Wölke und Dani Büchner im Promi-Büßen antreten würden. Wir gehen gleich mal die Namen durch, wer da alles mit vermutlich sein wird. Das ist schon sehr interessant. Ja, bla bla bla, das ist alles gar nicht so interessant. Also wir gehen jetzt mal hier runter, ab hier. Dass es eine zweite Staffel geben wird, das kündigte ProSieben und Moderatorin Olivia Jones bereits im Februar dieses Jahres an. In einem Video auf Instagram erklärt Jones, dass die Sendung hohe Wellen geschlagen habe. Wir haben Promis ja auch ordentlich rangenommen und es war doch klar, dass es da eine zweite Staffel gibt. Der Start der zweiten Staffel ist noch nicht bekannt, doch welche Promis wird die Drag Queen in diesem Jahr mit ihren Sünden konfrontieren? Und das ist die angebliche Teilnehmerliste. Hier steht es auch nochmal, im Internet kursieren jetzt die ersten Gerüchte. Angeblich sind in der zweiten Staffel folgende TV-Persönlichkeiten dabei. Emmy Roos, Christine Okpara, Erik Sindermann, Alicia Savage, Dani Büchner, ach hei. Ja, Mike Sees, Gloria Glumak, Yvonne Wölke, Raffi, ich kann das, ist schlecht zu lesen, Raffi Raschek und Patrick Roma. Das sind so die Kandidaten, die da wohl auftauchen sollen. Ihr wisst es, ich bin ja relativ neu in dieser Trash-Bubble. Die meisten davon kenne ich nicht und die ich kenne, die will ich nicht kennen. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber einige interessante Namen wie Yvonne Wölke, Dani Büchner, da könnte ich mir vorstellen, das sind so wirklich zwei, da werden viele einschalten. Da bin ich gespannt, ob die Gerüchte stimmen. Und dann geht es hier weiter. In das große Promi-Büßen werden die Kandidaten mit ihren Sünden konfrontiert und müssen dafür Buße tun. Alle Kandidaten, über die aktuell spekuliert wird, sind in diesem Kontext spannend. Besonders interessant wird Yvonne Wölke,
mitten in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Iris Klein tatsächlich in der Sendung auftauchen. Gerade hat sie mit Peter Klein das Format The Block für RTL abgedreht. Zitat Ende, The Block heißt das nicht, das heißt anders, es gibt irgendwo ein Video von mir dazu, das heißt aber nicht mehr The Block, das ist irgendwas mit wie Heimwerken oder so, keine Ahnung, aber da gibt es ein Video bei mir auf dem Kanal, ich verlinke es euch hier gerne. Ja, also das sind die neuesten News aus dem Trash-Bereich, Schwerpunkt Yvonne Wölke, Iris Klein, Peter Klein, sehr interessant, wie ich finde. Yvonne Wölke beim Promi-Büßen könnte interessant sein. Jetzt ist die große Frage, was hat denn Yvonne zu büßen? Und was habe ich da für einen Katzenfussel hier an meiner Mütze? Was hat Yvonne zu büßen? Sie sagt ja, sie hat nichts getan. Peter sagt, da war nichts, kein Schwubilup-Hotel. Also das Hotel gibt es schon, aber es gab keinen Schwubilup drin. Alles ist so nicht gewesen. Da müsste man ja auch nicht büßen. Das ist die große Frage. Kann ich euch nicht sagen. Ich bin, was ist meine Meinung zu den Kandidaten? Ich lasse es auf mich zukommen. Viel interessanter, wie gesagt, ist es, ob Dani Büchner und Yvonne Wölke da auftreten. Schreibt mir gerne eure Meinung. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass die Besetzung passt? Sagt ihr, nee, der ein oder andere, den hat man nicht zu sehen. Bei dem einen oder anderen bin ich mir ganz sicher, dass man den nicht im TV wiedersehen möchte. Zumindest, wenn man so auf die aktuellen Schlagzeilen sich bezieht. Das ist alles sehr interessant. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, verabschiede mich jetzt hier aber gerne, wünsche euch einen guten Start in den Tag und freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Heute um 14 Uhr unbedingt einschalten und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt, alles Gute für euch und tschüss.